Zack, und da sprang eben gerade mein Subwoofer aus, sprang der von der Anlage, von der Heimanlage. Habe hier zuvor noch ein bisschen Musik gehört, im Internet gehabt. Und jetzt habe ich mir das Licht ein bisschen gedimmt, denn jetzt soll es weitergehen hier in Layers of Fear natürlich. Ich habe keine Ahnung, wo wir stehen geblieben sind, aber ich weiß, wir müssen noch 2 Türchen hier unten öffnen. Ach so, herzlich willkommen erstmal zum Let's Play natürlich, zu Layers of Fear, ihr alle. Ja, wie gesagt, hier ein bisschen das Licht gedimmt. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, wie hier die Steuerung per Controller wieder war, ne? Das weiß ich ja nicht mehr so genau. Ach so, das ist die Locke, stimmt. Ich wollte gerade sagen, wir haben eine Sichel eingesackt. Nee, das war ja die Locke. Jetzt kommt's mir ja wieder hoch, sage ich mal. Stimmt, und hier unten, hier wären ja noch 2 Türchen offen. Und um die möchte ich mir doch heute dann eben kümmern. Es ist wieder finster draußen, habe ein bisschen das Licht gedimmt, zum 3. Mal erwähnt gehabt. Oh, hier haben wir das Bild schon. Hier sehen wir schon ein bisschen mehr drauf. Und da bin ich ja mal gespannt, wie das wird. Jetzt habe ich auch die Kopfhörer wieder ein bisschen lauter gemacht. Und trau mir da vorne noch gar nicht raus, ne? Trau mir da vorne noch gar nicht raus. Ach ja, das, was wir zuletzt gesehen haben, das war ja, glaube ich, das Kinderzimmer, da wo dann eben hier diese Lampe herkam. Wo sich so immer ein bisschen unser Studio hier füllt mit all den Utensilien oder mit ein bisschen was an Zeugs, was wir da so eben erleben und eben mal spähen tun. Ihr wisst das ja, ihr wisst das ja. Und da hat sich ja nun auch die Lampe hinzugesellt und die ganzen Puppen eben auch, ne? Das war doch irgendwie, ja, da ging es doch irgendwie mit Puppen dann heiter her, sag ich mal. Haben wir hier schon reingeguckt? Ich weiß das gar nicht mehr. Ich tue es mal besser nochmal, lieber noch einmal. Und diesmal habe ich auch hinbekommen, hier ebenfalls mit Dexterity aufzuzeichnen. Mal gucken, ob mir das Bild da nicht so sehr ausbleicht mit. Na, das muss irgendwie an Fraps liegen, dass das Bild dann immer ein bisschen blasser erscheint und da. Ja, da sehe ich dann auch immer im Videoschnittprogramm dann eben nachträglich noch zu, dass ich das irgendwie ein bisschen gescheiter halt darstelle von den Farben her. Gut, verschwunden, gone, steht da oben angeschrieben. Ich denke mal, ja, wir legen los. Stürzen wir uns hinein ins Spiel. Hier waren wir auch noch, ne? In der letzten Aufnahme, zum Ende der letzten, hier klemmt irgendwie was hinter der Tür. Nee, doch nicht, ist nix. Bloß komisch, hier hakelt hat sie. Und die Musik gleich wieder, ey, da bist du wieder volle Pulle drin hier gleich im Spiel. Wenn man hier das Mikrofon doch noch ein bisschen weiter dichter zerren, weil ich kann mir jetzt hier wieder dank Controller beruhigt zurücklehnen, ja. Gehen wir an. Wie gut dieses Spiel einfach gemacht ist, ey. Und ich sage in letzter Zeit viel zu häufig, ey. Ist mir mal so aufgefallen. Alter, jetzt sieht mir aber doch der Flattermann komischerweise. Hier in der Aufnahme zuvor, da war das noch nicht so heftig in der zweiten. Jetzt befinden wir uns schon in der dritten. Kann jetzt auch nicht leiser drehen, weil mir ist das gerade wieder ein bisschen zu laut auf den Ohren. Weil ich glaube mal, wenn ich leiser drehe, die Kopfhörer, dann... Ah, hier haben wir noch eine Tür in der Mitte. In der Mitte hier ist noch eine Tür drin. Dann stellt sich auch später der Sound für euch leiser eben ein. Dann trägt so gleich für euch den Sound runter. Und das will ich ja natürlich dann eben auch nicht. Da angeln sie was. Was denn das? Warte mal. Hier unten, ich war eben ein bisschen dichter am Monitor rangerückt. Hier unten hat es ja aus wie Momodora schon fast, ne? Oder die Hauptakteurin in Momodora. Aber da ist hier das Spiegelbild von dem Herrn hier oben. Obwohl das ihm nicht so ähnlich sieht. Der hat ja nicht so große Geheimratsecken, sage ich mal. Wenn ich das jetzt da richtig beurteilen kann. Hier drinnen kommt ein Sohn her. Ja, ja, geht wieder gut los. Der Chris, der war vor kurzem hier zu Besuch mal wieder bei mir. Der Chris, das ist der Leech. Und ich denke mal, hier im Let's Play, da habe ich so oder das ein oder andere Mal auch über ihn erzählt gehabt. Der Leech, der Chris, das ist mein Neffe oder einer meiner beiden Neffen. Und der hat hier ebenfalls reingeguckt gehabt ins Spiel wieder. Hab ja zuvor mal erzählt gehabt, dass er hier mal reingeguckt hat. Und hat nach 10 Minuten gleich wieder sein lassen. Ja, bei dem ersten Schockmoment oder so, da hat er dann gleich wieder die Segel gestrichen, sagen wir mal. Hat er sich gleich wieder verabschiedet hier aus dem Spiel heraus. Merkt euch das Datum. ... wünschen sich das Vergnügen eurer Gesellschaft zum Feiern ihrer Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Also noch was von einer Hochzeit hier gefunden. Ich möchte doch aber hier weiter gucken. Da lag doch noch was rum hier auf dem Schreibtisch. Da zeigt er, da deutet da wieder alles auf dem Bild hinaus. Und wenn wir uns da vorstellen, dann knallt es doch hier gleich wieder, oder? Was haben wir hier unten? Nicht. Irgendwie ein Schatten? Ah, hier können wir rein. Da ist kein Schloss dran. Sich im Kreis drehend. Ja, das haben wir hier momentan schon getan gehabt, ja. Wir werden mal eine weitere Runde drehen. Weil ihr wisst ja, ich check das immer liebend gern alles aus. Hier ist ein Knauf, den kann ich aber nicht anpacken. Warum? Doch, jetzt kann ich. Jetzt liegen Bücher hier rum. Oder lagen die davor auch schon? Das weiß ich gar nicht genau. Aber wir müssen scheinbar hier rein. Oh, wie gut das auch aussieht hier mit dem Schatten gerade. Mit dem Staub, der sich so im Licht kegelt. Ja, hier dargestellt wird, ne? Falls das denn Staub ist, ich denke mal schon. So, wir machen die Pforte mal auf hier. Leicht zu vergessen. Was haben wir da noch? Drunk, betrunken, besoffen. Delirious wieder, im Delirium. get it right this time. Going in circles? Noch nicht. Zeit. Remember each mistake. Erinnere dich an jeden Fehler. Denke mal, heißt das da oben? Time? Hey, da möchte ich anpacken. Haha, okay, okay. Oh, jetzt ist hier draußen schon ziemlich arg verwüstet worden, ja? Wir können in alle Richtungen hinaus. Haben wir hier noch irgendwo was übersehen? Man möchte ja auch nichts vergessen, ne? Man möchte ja hier auch nichts vergessen. Oder übersehen, sagen wir mal so. So, jetzt knallt das gleich an allen vier Türen oder wie bumm. Restless Memories. Aber hier ist nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Kommen wir hier rüber? Nein. Oh, jetzt habe ich so geschubst, die Tür. Und wie schön, dass ich jetzt da oben aussehe, via meinem On-Screen-Display, weil zuvor hatte ich ja hier Probleme gehabt, mit Dexterity aufzuzeichnen. Ich weiß auch nicht, ob die Aufnahme jetzt so hinhaut, wie sie hinhauen soll. Aber wie schön, dass ich da oben jetzt auch sehe, wie viele Frames ich gerade im Spiel habe. Und so mies bin ich hier drin gar nicht unterwegs. Mit 110 im Schnitt. Prima, prima. Weil mir doch ab und an so vorkam, dass das hier manchmal schon ein bisschen was geruckelt hat. Gut, das ist natürlich auch situationsabhängig. Wenn ein bisschen was mehr los ist oder so, dann geht's da schon in die Knie. Papp. Geht ganz gut mit den beiden Analogsticks. Das Bewegen, das langsame hier rumschleichen um die Ecke. Was haben wir hier? Die kommt mir auch bekannt vor. Das Teilchen hier, das haben wir schon mal irgendwo gesehen. Möchte meinen, aber war nicht groß von Bedeutung. Kommt mir eben nur bekannt vor gerade. Die Lampe fliegt. Ist das ein Fehler vom Spiel nun, was sie nicht mitbekommen haben, oder rührt die sich tatsächlich nur, sobald wir uns wegdrehen und macht Krach? Gut, gut. Mal überall ein bisschen anpacken. Hab ja schon mehrmals verlauten lassen, dass ich lieber hier... Oh, was hier los? Ach so, habe ich wohl selbst zugeschubst, die Tür. Hab ja schon mehrmals verlauten lassen, dass ich hier doch lieben gerne ziemlich vieles mitnehmen möchte aus dem Spiel heraus. Da hängt was, das können wir bestimmt mitnehmen, aber da kommen wir nicht ran. Doch, wir kommen da ran. Wir können den Stuhl verschieben. Cool. Kommen wir hier an die Schubfächer ran? Nee. Da kommen wir auch nicht ran. Ich sollte immer aufpassen zwischen meiner leisen und meiner lauten Sprache. Weil beim Gucken von dem Let's Play hier im Nachhinein dann, da bin ich selbst bei meiner Stimme manchmal selbst erschreckt, ja, aufgeschreckt. Muss da wohl auch irgendwie, ja, ein Kompressor oder sowas noch hinterhängen, der meine leisen Phasen entscheide dich, steht da unten. Ach so, liest da vorne, Make Up Your Mind. der meine leisen Phasen eben anhebt und die lauten Phasen eben abdämpft, sodass das immer alles etwa ein und dieselbe Lautstärke hat, was ich hier von mich gebe. Da muss ich noch ein bisschen dran rumtüfteln. Oh, da haben wir diesen Flur wieder, der sich kreuzt in 4 einzelne Wege. Auch schon öfter gehabt. Bloß sah eben immer wieder anders aus, ja, auch. Hier haben wir noch was drin. Daran war ich doch interessiert, an die Bildchen, aber die können wir nicht mitnehmen. Was haben wir denn hier? Oh, das ist ja wieder hier Tetsi-Schrift, sag ich mal. Tetsi, das ist ein Kumpel. Und der hatte immer so eine komische, ja, Doktorenschrift, sagt man ja dazu, denke mal. So, der erste Text. Mal gucken, wie ich mir hier schlage. Kann er schon eure Wetten abschließen. 17. Juni. Er spricht schon wieder von den verdammten Ratten. Ich glaube, ich habe noch keine einzige gesehen, aber das hindert ihn auch nicht daran, überall Fallen aufzustellen. Er behauptet, sie in den Wänden zu hören und dass es Hunderte sein müssen. Gott, ich hoffe verdammt nochmal, es stimmt. Ich hoffe, dass sie in der Nacht herausgekrochen kommen und dich in deinem Schlaf fressen. Du grausamer, von dir selbst besessener, lächerlicher Säufer. Oha, oha. Also haben die Ratten ihm wahrscheinlich verrückt gemacht? Nee, ich denke mal, der ist so verrückt geworden und hat die Ratten gesehen. Ne? Das kann gut möglich sein. Weil die haben wir ja schon öfter gesehen. Irgendwie eine Anspielung auf Ratten oder so. Das kam ja nicht selten vor hier im Spiel bereits, ne? Das kam ja nicht selten vor und ich bin echt gespannt. Wir sind hier kurz vor Schluss. Müssten wir zumindest sein. Und ich bin echt verdammt gespannt, wie sich das nach hinten hin dann alles verzahnt. Ja, wie dann die Geschichte hier hinten hin dann eben sich zusammenfügt auch. So, da hinten, da komme ich nicht ran. Nee. Dann haben wir hier tatsächlich nichts mitbekommen. Müssten wir doch eigentlich, oder war ich nicht aufmerksam genug dazu? Zieh mal auf, da, Luca. Ach so, Steuerung ist wieder komisch. Aber hier war ich ja auch schon dran. Ne? Da war ich ja auch schon überall dran. So, gehen wir mal wieder raus. Okay, die fliegende Lampe, die haben wir beobachtet. Die fliegt immer noch. Und dort drin haben wir aber gesehen, dass es hier hinter auch noch was gibt. Hm. Mal gucken, wie wir da hinkommen. Ob wir da überhaupt noch hinkommen, ne? Oder vielleicht spielt das ja irgendwie eine Rolle. Was sehen wir denn da vorne? Da sehen wir gar nichts. Nee. Fällt mir jetzt auf jeden Fall nichts Auffälliges auf in dem Gängchen. Außer natürlich, dass wir den ja ziemlich gut bereits kennen. Den Abschnitt. So, jetzt wummert's wieder. Wo kann ich denn hier zoomen? Da kann ich zoomen. Zum ersten Mal sehen wir was. Was hat sie denn da in der Hand? Ein Messer oder wie? Also zum ersten Mal sehen wir, woher dieses Weinen kommt, was wir schon öfter mal gehört haben. Das wollte ich damit sagen. Kann ich hier ausmachen? Nee. Mädel, was machst du mit uns? Okay, ja, darauf war ich ja schon irgendwie ein bisschen gefasst. Da musste ja was passieren. Da musste ja was passieren. Das war jetzt noch nicht allzu schlimm, aber ich hätte lieben gerne das Bild da auch mitgenommen. Und da haben wir noch die Chance dazu erreichen. Ich sehe hier gar nichts gerade. Kann ich hier denn noch rückwärts stiefeln? Nee, hinter mir ist eine Wand, okay. Jetzt haben wir Halt drauf.